Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. In diesem Video möchte ich euch so einige aufgemotzte klassische Gameboy-Spiele vorstellen, denn es gibt Fans, die ein altes Gameboy-Spiel nehmen und das mit Farbe in ein Gameboy-Color-Spiel verwandeln. Nach dem Intro geht's los. Vorweg eine Kurzerklärung, was das überhaupt hier alles ist. Das sind sogenannte ROM-Hacks, die ich euch hier vorstelle. In dem Kommentarfeld habe ich euch alle angesprochenen natürlich verlinkt. Und diese ROM-Hacks nehmen ein existierendes Gameboy-Spiel und addieren halt zum Beispiel Farbe dazu oder viele andere Features auch. Wenn ich euch gleich die Spiele vorstelle, erkläre ich euch auch gleich, was genau alles verändert wurde. Aber zuerst die große Frage, wie verwendet ihr diese ROM-Hacks? Also ihr geht auf die Seite, die ich euch unten verlinkt habe. Ihr ladet euch diese ROM-Hack-Datei runter und dann müsst ihr die entsprechende ROM-Datei des Spieles nehmen. Da kann ich euch natürlich jetzt nicht unbedingt sagen, wo ihr die herbekommt. Google hilft da im Regelfall. Dann müsst ihr diese ROM-Datei und diese ROM-Hack-Datei nehmen und die ROM-Datei patchen. Dafür gibt es auch auf der Webseite, auf der linken Seite im Menü, so einen kleinen Punkt, wo man das auch online machen kann. Bei den ROM-Hacks an sich steht auch immer ganz genau dran, welche ROM-Datei jetzt gemeint ist, weil es gibt ja von manchen Spielen, sage ich mal, die japanische Version oder US-Version und so weiter. Und diese ROM-Hack-Dateien sind meistens so für eine bestimmte Datei gedacht. Wenn ihr das dann alles gepatcht habt, dann habt ihr eine neue ROM-Datei und das könnt ihr dann in euren Emulator spielen oder natürlich in euren FPGA-Gerät, Pocket etc. Und da könnt ihr euch dann ja gleich auf die große Pracht einlassen. Viele dieser Spiele werden übrigens mit dem Zusatz DX bezeichnet. DX ist halt so ein Zusatzattribut, was im Prinzip schon damals eingeführt wurde, und zwar mit Link's Awakening DX. Da kam es ja quasi eine offizielle, aufgepimpte Version von meinem geliebten Link's Awakening, die da damals offiziell veröffentlicht wurde. Und ja, daran hangeln sich die meisten Leute dann ran. Aber fangen wir an, und zwar mit einer großen Knuddelkugel, die wir alle lieben und mögen. Und zwar wurde auch Kirby 1 und 2 dieser Kur unterzogen. Es gibt ROM-Hacks, wie gesagt, für Kirby's Dream Land 1 und 2. Das Spiel ist natürlich wunderbar. Es muss ich, glaube ich, nicht großartig vorstellen, oder? Kirby ist halt so ein super fröhlicher Plattformer, der nicht allzu schwer ist und nicht umsonst so ein ganzes Nintendo-Maskottchen-Franchise entwickelt hat. Es gibt tendenziell natürlich immer eher zu wenig Kirby-Spiele als zu viel, aber davon ganz abgesehen. Hier bei dem ersten Spiel wurde jetzt nicht großartig viel hinzugefügt. Ihr seht es hier, es wurde ganz leicht koloriert. Hier wurde nicht großartig irgendwas gemacht. Aber auf den zweiten Teil, da wurde mehr gemacht. Also erst natürlich Farbe, dann wurden hier und da Slowdowns entfernt, dann gibt es im Menü also eine Setting-Option, wo ihr doch euch das alles einstellen könnt, und es gibt so ein paar weichere Übergangseffekte, die vorher im Original so ein bisschen sehr krass waren, wurden hier so ein bisschen gefälliger fürs Auge einfach gemacht, sage ich mal. Also hier wurde wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt, und ich finde vor allem beim zweiten Teil, das wirkt wie so ein ganz anderes Spiel, und zwar fast schon wie so ein NES-Spiel oder ähnliches. Ich meine, klar, NES und Game Boy, beides 8-Bit-Systeme, sind meistens relativ ähnlich, aber hier, das wurde richtig, richtig gut umgesetzt. Also hier wirklich mal beide Versionen auf jeden Fall mal antesten. Als nächstes habe ich euch Metroid DX mitgebracht. Metroid Return of Samus, auch das muss ich, glaube ich, nicht größer vorstellen. Der Nachfolger zu dem Klassiker Metroid auf dem NES. Der Nachfolger kam dann auf den Game Boy, danach erst dann Super Metroid auf den Super Nintendo, was natürlich das ganze Spiel nochmal so auf eine ganz, ganz andere Ebene gefühlt irgendwie gehoben hat. Und auch auf den Game Boy macht das Spiel einen richtig, richtig guten Eindruck, aber es ist halt auch hier alles. Es ist alles grau und grau natürlich. Gut, das ging auf dem klassischen Game Boy nicht anders. Und auch hier wurde das Spiel genommen und
wurde er natürlich erstmal ja, in Farbe alles portiert, logischerweise. Darum geht es ja. Aber auch da haben die Leute nicht ganz aufgehört und haben auch hier und da ein paar Sprites leicht verändert. Also da, wo sie gedacht haben, okay, hier, das passt vielleicht in diesem Design hier etwas besser, da sind sie rangegangen und haben das alles angepasst. Und dadurch ja, wirkt das Spiel auf jeden Fall auch etwas runder und ja, durch die farbliche Kodierung auch irgendwie übersichtlicher, finde ich. Also hier auch da, wenn ihr das Spiel mögt, haut euch das einfach mal rein. Dann als nächstes, das Spiel muss ich vielleicht den einen oder anderen vorstellen. Und ich persönlich war da sehr überrascht, dass dieses Spiel eine Überarbeitung bekommen hat. Und zwar Pinball Revenge of the Gator. Der ein oder andere hat das Spiel vielleicht so im Hinterkopf, dunkel im Hinterkopf. Es ist ein sehr frühes Spiel, was erschienen ist. Ich hatte es auch als Kind auch. Und es ist ein ja, Pinball-Spiel, also ein Flipper. Ihr habt da hier nur einen Tisch und nicht so wie in anderen Pinball-Spielen irgendwie sehr, sehr viele. Aber dafür ist dieser super liebevoll gestaltet. Ist entwickelt worden von HAL Laboratories, die auch entsprechend Kirby gemacht haben. Und die haben ein Pinball-Spiel gemacht. Und wie der Name ist schon eindeutig, sind natürlich hier viele Alligatoren und es ist alles sehr schön. Es gibt Bonusräume, es gibt verschiedene Abschnitte. Deswegen, es klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen langweilig. Nur ein Tisch, aber der hat es wirklich in Sicht und dadurch ist das Spiel auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und hier haben sie dieses Spiel genommen, wo ich immer so dachte, hey, so super bekannt ist das ja eigentlich auch nicht. Und haben denen hier auch eine Farbkur verpasst. Wunderbar. Aber auch hier nicht nur die Farbe haben sie angepasst, sondern auch ein paar kleine Slowdowns haben sie gefixt und ein paar kleine Bugfixes gleich mit reingetan. Ehrlich gesagt kam mir das gar nicht so vor, dass das Spiel irgendwie super verbuggt wäre oder ähnliches. Aber anscheinend gibt es vor allen Dingen wohl, habe ich gelesen, auf dem Startbildschirm einige Bugs. Wie gesagt, habe ich persönlich noch nie irgendwie festgestellt, aber gut, wird wahrscheinlich auch seine Richtigkeit haben. Aber hier finde ich es wirklich sehr schön, dass dieses kleines Spiel so eine Aufmachung bekommen hat. Sehr schön auf jeden Fall. Als nächstes habe ich euch einen richtig, richtig Kracher mitgebracht. Und zwar Castlevania The Adventure. Ja, der erste Castlevania-Spiel auf dem Game Boy. Seien wir ehrlich, nicht so gut. Atmosphäre stimmt vielleicht, Musik ist gut, aber ihr wisst selber, diese urelendlich langweilige Bewegung des Hauptprotagonisten. Das erstickt irgendwie jeden Spielspaß sofort im Keim, finde ich. Also ich wurde mit dem Spiel irgendwie nie warm. Und hier haben sie dieses Spiel genommen und nochmal richtig aufgemöbelt. Und zwar haben sie hier auch in der ROM-Datei nicht das originale Spiel genommen, sondern das von der Konami Collection, was dann später erschienen ist, die Version. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum sie genau diese Version genommen haben. Ich nehme mal an, dass die vielleicht schon so ein bisschen verbessert wurde vom Entwickler, aber da bin ich jetzt nicht allzu tief drin. Haben das Spiel aber genommen und ihr seht es jetzt. Es ist richtig krass geworden. Sie haben viele, viele Veränderungen gemacht. Also nicht nur die Farbe. Sie haben den Hauptcharakter neu gezeichnet, damit der besser passt. Sie haben die Farbpaletten angepasst. Und ganz, ganz wichtig, sie haben die Geschwindigkeit auch gefixt. Das heißt, es gab ja so ein ROM-Hack für das Spiel, was diese Geschwindigkeit etwas verbessert. Und das haben sie integriert. Das heißt, das Spiel, das ist wirklich von einer, wow, ja gut, kann man spielen, zu einem, boah, must-have. Unbedingt spielen. Das heißt, für dieses Spiel solltet ihr unbedingt mal dieses ROM-Hack probieren. Auch hier, ja, habt es an den eingeblendeten Material gesehen. Das wirkt wie ein NES-Spiel, nicht mehr wie ein Gameboy-Spiel. Und das läuft auf dem Gameboy. Fantastische Sache, finde ich. Und als letztes habe ich euch noch einen ganz alten Klassiker, und zwar Mega Man Dr. Wily's Rache. Auch das Spiel hatte ich als Kind, ist das erste Mega Man Spiel, das auf dem Game Boy erschienen ist. Das hatte noch nicht hier diese normale Nummerierung mit 2, 3 und so. Ne? Das hieß einfach so für sich alleine Mega Man Dr. Wily's Revenge auf Englisch oder Dr. Wily's Rache. War mein persönlich erstes Gameboy-Spiel, ist natürlich schwer, hat noch nicht so super großartig was zu bieten, wurde aber exklusiv für den Gameboy entwickelt. Noch das Spiel haben sie genommen, wobei auch hier die Anpassungen so ein bisschen ja, zurückhaltend waren. Also wirklich nur die Farbe und hier so und da ein bisschen die Sprites angepasst. Sieht aber dadurch gleich viel besser aus und auch hier wieder fast wie ein NES-Spiel. Also ich bin wirklich begeistert, was da immer so an Arbeit irgendwie reingesteckt wurde. Richtig, richtig geil. Also ich
hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Mund wässrig machen, was diese Spiele angeht. Verzeiht es mir, dass ich jetzt nicht so übermäßig auf die eigentlichen Spiele eingegangen bin, aber ich denke mal, die meisten dürften euch bekannt sein. Schaut in das Beschreibungsfeld unten rein, da habe ich euch, wie gesagt, alles verlinkt. Auch dieses Patchen und so weiter auf der Webseite findet ihr da entsprechende Anleitung. Ist nicht schwer, solltet ihr euch einfach mal rantrauen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt in diesem Video so ein bisschen inspirieren und weiterhelfen. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss!